Yo, was geht ab, meine Freunde? Scheint zwölf wieder am Start mit einem neuen Video. Und wie gesagt, im Dezember jede Woche eine weitere Folge Graffiti Stories. Und wie du sicherlich schon mitbekommen hast, diese Stories sind nicht von mir, sondern mehr und mehr anonym per Mail zugesendet. Wenn auch du eine Story einsenden möchtest, egal ob es um Graffiti geht oder nicht, findest du eine E-Mail in der Beschreibung. Diese Story sollte mindestens 1000 Wörter beinhalten. Das heißt, lass dir genug Zeit zum Schreiben und bring noch Emotionen mit rein. Vergesst keine Sachen und schreib genau auf, was passiert ist, was du gedacht hast und was du gefühlt hast. Und probier nicht einfach, irgendwelche Sachen zu skippen, wie in den meisten Stories. Wir gingen an die Wand, haben angefangen zu sprühen und als wir fertig waren, da fehlt was. Also, lass dir wirklich Zeit und ja, schreib eine schöne Geschichte. Bevor wir jetzt aber schon zur nächsten Story kommen, hier nochmal ein kleiner Beitrag und zwar unbezahlte Werbung für den lieben Ben vom Kanal Jungsfragen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ihn von euch schon kennt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und zwar hat er ein mega cooles Buch rausgebracht über das Thema Sex und Pubertät. Und die Überschrift dazu ist, alles was du über deinen Körper, Sex und die Pubertät wissen musst. Und das trifft es ziemlich gut. Denn in dem Buch wird genau das erläutert, aber eben nicht auf so eine Doktorart, sondern eben ganz cool und chillig von Ben rübergebracht. Das heißt von mir eine absolute Kaufempfehlung. Wie gesagt, ich bekomme dafür kein Geld, der liebe Ben hat einfach nur sein schönes Buch zugeschickt und ich habe es einfach nur gelesen und mir gefällt's. Aber um es mal in Bens Worten wiederzugeben oder einfach nur die Rückseite vorzulesen, aber nicht mit so medizinisch vorsichtigen Ausdrücken. Nee, bei mir geht es auf die 12. Und damit ist natürlich ganz offensichtlich Schein 12 gemeint. Daher, Ben, viele Grüße gehen raus an dich, mein Lieber. Und wie gesagt, das Buch ist wirklich cool, könnt ihr euch gerne kaufen. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Jetzt geht's aber sofort los mit der Graffiti-Story. Wir waren schon ein sehr eingespieltes Team, mein Kollege und ich. Nennen wir ihn mal Tobi. Wir haben schon so einige Dinger gerockt. Leider gab es immer wieder diese eine Crew, die um die 8 bis 10 Member groß war. Sie hatten noch nie ein Piece gemalt, aber sie crossten immer unsere Tags. Natürlich macht uns das extrem sauer und so begann dieser Graffiti-Beef. Irgendwann gingen sie sogar mal über unsere Throw-Ups, die wir gekickt hatten. Aber irgendwann reichte es uns und wir wollten unbedingt ein Zeichen setzen. Als wir sahen, dass sie an unsere geliebte Brücke ein anderes Piece von einem anderen weitergecrossed hatten, hatten wir direkt den Gedanken, jetzt diese Wand zu kicken und ihr Piece zu übermalen. Früher haben wir diese Wand respektiert, weil dort nur die besten Maler gemalt hatten. Es war unsere erste gemeinsame große Aktion. Die Wand war ca. 5 Meter lang und 2 Meter hoch, direkt an einer Bundesstraße. Es war ein Ort, an dem wir uns oft trafen und wo es viele Leute sahen. Also wollten wir uns extrem viel Mühe geben. Wir sketchten sehr viel, bis unsere Styles saßen und kamen auf den Entschluss, zwei Pieces aus Rache zu machen. Wir beide hatten etwas unterschiedliche Styles, aber wir waren uns sicher, dass diese Aktion safe für uns ausgehen wird. Es verging circa einen Monat. In dem Monat haben wir viele Pläne gemacht. Nur über den Fluchtplan hatte sich keiner von uns so wirklich Gedanken gemacht. Wir besorgten in der Woche vor der Aktion unsere Dosen. Nachdem die Woche extrem lang verging, war es endlich soweit. Es war ein warmer Donnerstag in den Sommerferien und wir trafen uns um ca. 21 Uhr bei mir zu Hause. Wir gingen nochmal alles durch und sauberten die Dosen von Fingerabdrücken mit Nitroverdünner. Wir aßen eine Kleinigkeit, rauchten noch eine Pfeife und gegen 23 Uhr ging es los. Schon auf dem Weg hin waren wir extrem motiviert und hatten Bock, den Spot zu kicken und es diesen Idioten mal komplett zu zeigen. An der Brücke angekommen, beobachten wir von weiter Entfernung unseren Spot und schauten, ob die Luft rein ist. Kurz bevor wir an der Wand waren, sahen wir noch einen Jugendlichen in unserem Alter an der Brücke entlang gehen. Wir warteten einen Augenblick ab. Nach ein paar Minuten fühlten wir uns sicher genug und gingen zu der Wand hin. Dort angekommen holten wir unsere Sketche raus und zogen die Masken auf. Wir fingen an zu malen und ich zog meine First Lines und mein Kollege tat dies ebenso. Wir malten relativ entspannt. Es kamen zwar eine Handvoll Autos entlang, die Wand war aber ungefähr 40 Meter von der Straße entfernt. Also fühlten wir uns relativ sicher beim Malen. Als ich beim Fill-In war, rief Tobi erschrocken, ey Digga, da kommt ein Auto!
Das Auto kam genau auf den Weg, auf den wir malten. Es war ein asphaltierter Feldweg. Ich dachte nicht lange nach und wir rannten so schnell es ging die Treppe der Brücke hinauf, um uns aus dem Sichtfeld des Autos zu schaffen. Da das Auto noch um die Ecke fahren musste, hatte es uns noch nicht gesehen. Wir pressten unsere Körper gegen die Wand und hofften nur, dass uns das Auto nicht sieht. Da fiel es mir auf einmal auf. Wir haben beide unsere Taschen voller Farbe unten an der Brücke stehen lassen. Ich sagte, fuck, Tobi, die Cans! Mein Herz klopfte und ich spürte das Adrenalin durch den ganzen Körper. Tobi schaute ganz vorsichtig um die Ecke. Er sagte, es sei ein Bauer, der mit seinem Traktor von der Richtung des Feldes kommt. Er sah uns anscheinend nicht und fuhr vorbei. Puh, sagte ich und holte tief Luft. Jetzt zählt jede Minute. Wir rannten wieder nach unten zu unseren Dosen, um die Aktion weiterzumachen. Ich machte mein Fill-In fertig und zack, danach den Hintergrund. Tobi war noch beim Fill-In, als er plötzlich noch einmal aufschrie. Digga, der kommt zurück! Dieses Mal kam das Fahrzeug direkt auf uns zu. Wir hatten es gar nicht gehört, weil wir so konzentriert waren. Ich rannte direkt los, ohne irgendwas mitzunehmen, aber dieses Mal in die andere Richtung. Tobi hatte die 600 ml Dose mitgenommen, die er beim Fill-In genutzt hatte. Vor uns war ein Gebüsch und bevor wir uns versahen, sprangen wir auch schon dort hinein. Ich merkte, wie im Sprung hinter uns ein riesengroßes Fernlicht anging. Alles wurde so hell, das musste einfach ein Fernlicht gewesen sein. Im Gebüsch angekommen, legten wir uns auf den Boden und schauten sofort in die Richtung des Bauers. Ich dachte, dass es noch der Bauer wäre, bis wir das Blaulicht oben auf der Brücke vorbeischossen sahen. Das hieß, es waren schon zwei Streifenwagen da. Vor lauter Aufregung bemerkten wir es gar nicht, dass wir in ein paar Dornbüsche gesprungen waren. Erst als Tobi sein Blut unter seiner Hose sah, wurde es uns klar. Von da an kämpften wir uns durch die Dornen. Unter Adrenalin spürte ich nur wenig von dem Schmerz. Ich kämpfte mich weiter nach vorne. Irgendwann waren die Dornbüsche 2 Meter hoch und schlugen mir nur so ins Gesicht. Mit einer Hand vor den Augen und die andere nach vorne tastend, kämpfte ich mich durch das Unkraut. Immer im Hinterkopf, wir müssen hier weg, jetzt, sonst catchen uns die Cops. Nach einer gefühlten Ewigkeit durch das Gebüsch, rennend und tastend, kamen wir an ein kleines Stückchen Feld an. Wir liefen so schnell wie konnten dort rüber. Mein Herz pochte und Tobi und ich riefen uns gegenseitig zu, schnell, schnell, die Cops, Digga, die Cops kommen, schnell hier weg. Nun wollte ich einfach nur hier weg, egal was es kostet und unter was für Schmerzen. Am Ende des Feldes kam wieder ein riesiger Dornenbusch. Ich versuchte mit aller Kraft irgendwie durchzulaufen, aber es ging nicht. Beim Umdrehen nach hinten sah ich hinter uns Taschenlampen, wie sie uns suchten. Ich bekam Panik und versuchte unter dem Baum oder dieses Gebüsch durchzukrabbeln. Als ich merkte, dass ich weder nach vorne, nach rechts oder links konnte, wurde mir sofort klar. Keine Zeit verlieren, du musst zurück. Ich lief ein paar Meter zur Seite. Währenddessen versuchte Tobi weiter, geduckt im Feld voller Dornen weiterzukommen. Er dachte, ich hätte es durch das Gebüsch geschafft. Ich sah ihn nicht mehr und bekam komplette Panik. Ich versuchte ihn wiederzufinden und rief halblaut mit flüsternder und ängstlicher Stimme. Tobi? Tobi? Wo bist du, Mann? Er antwortete nicht. Nachdem ich etwa 10 Meter zur Seite gelaufen bin, um dort einen Weg rauszufinden, hörte ich ihn. Hier, Digga, ich bin hier. Ich war aber leider komplett außer Puste und wir setzten uns einen Augenblick hin. Wir drehten uns um und sahen, wie insgesamt 5 Polizisten mit Taschenlampen nach uns suchten. Mein Adrenalin war nicht mehr zu kontrollieren und ich betete zu Gott, dass er uns hier rausbringt. Die Spuren waren riesengroß, die wir hinterlassen hatten, als wir in das Feld gesprungen waren. Es vergingen 5 Minuten, die sich anfühlten wie 30. In den Minuten sahen wir Dutzende Taschenlampen, die nach uns suchten. Ich hörte Tobi sagen, da kommt einer, jetzt sind wir dran. In meinem Kopf sah ich mich in einem Streifenwagen sitzen.
Ich hatte damit abgeschlossen, dass es eine Scheißaktion war und ich jetzt dafür bezahlen werde. Ich spürte das Pumpen meines Herzens extrem. Nach kurzer Zeit sagte Tobi, er ist weg. Er ist einfach weggelaufen. Ich atmete auf. Ich konnte es kaum glauben, dass er nicht weiter den Spuren nachgelaufen ist. Ich realisierte unsere Chance und sagte zu ihm, wir ziehen durch, komm jetzt! Ich lief vor Tobi. Es war extrem dunkel, weil es Neumond war und ich sah nur grau und schwarz. Ich rannte den Weg, den wir reingelaufen sind, raus. Draußen angekommen, rannte ich zur Brücke, um zu sehen, ob unsere Dosen noch da sind. Nichts, nichts war noch da. Tobi fiel während des Laufens die Dose, die er immer noch in der Hand hatte, runter. Und die Polizisten hörten das und rannten aus dem Feld hinaus. Sie sahen Tobi. Ich sprintete vor zu der anderen Straßenseite und er rannte mir schnell hinterher. Wir schmissen uns nach einem gefühlten Halbmarathon hinter einen etwas höher gebauten Gully, ca. 300 Meter von der Wand entfernt. Die Polizisten fuhren mit den Autos zu der Wand und machten Bilder. Als wir sie nicht mehr sahen, rannten wir los. Weg von der Wand, nur weg von der Wand, dachte ich mir. Wir rannten über eine andere Straße und dann hoch ins Feld. In meinem Kopf realisierte ich gar nicht, was da gerade geschehen war. Wir rannten einfach nur nach Hause, über das Feld. Noch circa 10 Minuten. Zu Hause angekommen, bereiten wir uns auf eine Hausdurchsuchung am Morgen vor. Wir warfen circa 20 Dosen weg und verbrannten unsere Sketche. Darunter mein wertvollster Sketch, für den ich 5 Stunden gezeichnet hatte. Das tat weh, aber es musste sein, um nicht gecatcht zu werden. Am nächsten Morgen wachte ich auf und hatte ein gewaltiges Druckgefühl auf der Brust liegen. Ich sah meine Klamotten voller Dornen neben meinem Bett liegen und realisierte erst dann, was wirklich geschah. Am nächsten Morgen fragte meine Mutter, was mit meinen Klamotten passierte. Da Lügen kein Ausweg ist. Nein, Spaß, Leute. Ist nicht wie in der letzten Story, den Teil habe ich dazu gedichtet, aber weiter geht's. Sie schrieben über uns in der Zeitung, aber sie bekamen uns nie. Frei und flink. Jo, und das war's von der Story. Vielen lieben Dank an den Dude, der sich die Mühe gemacht hat und mir die Story geschickt hat. Wenn auch du eine Story hast, die auch nicht unbedingt was mit Graffiti zu tun hat, schreib sie mir gerne an die E-Mail in der Beschreibung. Vielen lieben Dank geht nochmal an jeden raus, der die letzte Story supportet hat mit einer Bewertung oder mir einen Kommentar geschrieben hat. Darüber würde ich mich auch hier wieder freuen, das heißt, wenn du ein paar Sekunden Zeit hast, lass mir gerne eine Bewertung da und unterstütze das Projekt Graffiti Stories. Wie hat dir die Story gefallen? Lass es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. War das eine gute Folge oder hat dir diese nicht so sehr gefallen? Und wenn du Lust hast, schau gerne auf den Kanal Jungs Fragen vorbei oder klick einfach in den Endcard, um zur letzten Story zu gelangen. Nächste Woche gibt's wieder eine Story und ich sag, macht's gut, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao! Yeah, rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off.